Panda, bist du da? So, ich bin auch bei dir. Panda? Auch meine Mutter ist so schön. Panda redet nicht, aber Panda bewegt sich. Da spielst du wirklich nicht. Natürlich. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl, ich würde mal sagen. Drehwurm. Ja, aber ja, sehr gut. Okay, dann würde ich mal sagen, viel Glück, viel Spaß. Let's go. Und gemutet wird sich. Ja, und nicht vergessen, ja, Stream klein machen und muten. Stream snipen ist doch scheiße. Mach mal nicht. Meine Mod ist so super. Ich habe jetzt die letzten Runden immer auf dem Laptop gespielt. Deswegen habe ich schon vergessen, dass ich eine Mod drauf habe. Auf dem, eine eigene Texturen-Mod. Ach komm. Die ist so toll, meine eigene Mod. Pac-Man als Tier. Statt dem Mini-Crewmate. So, vielleicht werde ich ja mal nicht als Erster gekillt. Ach ja, für die Leute, die das jetzt den Part jetzt sehen, falls ich das hochlade. Ich bin hier bei einem YouTuber im Stream, dessen Namen ich jetzt gar nicht mehr weiß. Wie hieß der nochmal? Nicht Lenificate, nicht ein Blali. Ein kleinerer YouTuber. Ich habe mich da einfach mal eingeschmuggelt. Ich habe dort einfach mal. Bin da jetzt einfach. Ich habe auf Twitch mal nach einem YouTuber gesucht, einem deutschsprachigen YouTuber, der Among Us spielt. Und ja, da bin ich jetzt. Auch jetzt bei den Wires. Historik. Bei genau den so. Wires. Welchen Wires? Habe ich mich gerade gefragt. Ja. Weil die gibt's überall. Alex. Office Wires. Über ach, im Office. Okay, das kam nicht an. Mhm. Okay, ja, dann ich kann auf jeden Fall schon mal. Genau, wollte ich. Ja, das ist okay. Ja. Willst du sagen oder soll ich sagen? Ah, sag du ruhig. Ah, okay. Was ist los? Ich habe einen Josh Wenden sehen. Nee, Quark. Der Josh und der Red und ich, wir sind links unten in O2, laufen da gerade die ganze Zeit rum und machen unsere Task. Also, wir sind so bei der Zwergi müsste im Lab sein gerade. Ja, da habe ich irgendwas gemacht. Zwergi? Ja. Welchen Schlüssel hattest du? Gar keinen. Okay, gut. Ich hatte die Task nicht. Ich habe gerade selbst überlegt, welchen Schlüssel ich hatte. Warte mal, hä? Warte mal. Ja, aber das ist ein Double-Con jetzt, weil jeder hat den Schlüssel, nur du hast ihn nicht gemacht, Sabi. Ach so, verdammt. Ja. Ich hatte gar keinen, ich hatte die Task nicht. Bitte drum. Ich wollte Josh, weil er gewendet ist. Okay, gut. Ja, genau, ja. Genau, ja. Das haben wir schließlich alle gesehen. Ich skip auch. Ja. Wer ist denn zuletzt? Okay, jetzt. Also übrigens, nee, danke. Nee, genau. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn mit Don irgendwie wenigstens rumgelaufen oder sowas? Ich weiß es nicht. Weil das hatten wir jetzt ein paar Runden auch schon. Mit irgendwem bin ich rumgelaufen. Keiner die Leiche überhaupt jemals auf der Karte ever gesehen hat. Ja? Bis auf im Dropship und das vielleicht auch nur vage. Und das ist immer wieder mal spannend. Ja? Aber den einzigen, den ich jetzt bisher gesehen habe, war Alex. Und das war unten in O2 an den Wires. Also ich war mit irgendwem im Lab drin. Und danke, dass ich nicht als Erster getötet wurde. Danke, dass ich nicht als Erster getötet wurde. Von wo? An den Wires meinst du? Das ist ja schon Erfolg. Als wir uns getroffen haben, von wo bist du da gekommen? Oben, von Electrical. Das ist nicht richtig. Doch. Nein, Don ist nach Electrical gelaufen. Liz war hinter mir, also ich war als Zweiter dort. Aber du bist nicht von oben dahin. Ich bin von oben nach unten gelaufen, nach O2 rein, doch. Dann hast du den Don ja doch gesehen. Ja, ganz am Anfang sind wir beide direkt zu Electrical gelaufen. Tja. Ich bin durch Electrical durch runter nach Auto. Keine Ahnung, jetzt geht's glaub, schon weiter. Aussetze. Ja, same. Mhm. Aber ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall die Runde und wir machen danach noch eine. Ja. Und dann würde ich sagen. Ja. Und was dann? Hab ich. Also ja. Im Office. So, hier habe ich noch Tasks da drüben. So, hier mal. Schönes Bild. Ja. Wer die Passfotos hier macht für die Ausweise hier in Among Us. Keine Ahnung. Eine Ausbildung hatte dafür nicht. Die Fotos sind auch wieder herrlich. Immer wieder toll. Ja.
Manchmal nur ein Po drauf, manchmal nur. Manchmal gar nichts drauf, manchmal nur ein. Immer nur ein Stückchen. Ja, wo ist denn dieser verdammte Planet hier? Na komm, jetzt hier, das ist. Wo ist denn der? Da ist er. Sehr schön. Und Specimen. Ladies and Gentlemen, I am a Specimen. Wenn Zwinky versucht, Englisch zu reden. Oh, mit Panda gemeinsam hier. Es kann ja nur in die Hose gehen. Achso, hier habe ich meinen Task. Von 1 bis 10 zählen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Und weiter geht's. Der Panda. Hoffentlich killt er mich jetzt nicht. Das ist ja prädestiniert dafür, dass man mich in der Schleuse killt. Hab Angst. Aber er hat mich nicht gekillt. Okay, das ist ja schon mal. Spricht ja schon mal für seinen. Wenn er ein Imposter ist, für seine Menschlichkeit. Also entschuldigen mich da nicht. Deswegen, das kann ja schon sein. Das ist ja schon mal. Ist ja schon vorgekommen. Aber ja. Oh. Ja, so, ich war mit Panda die ganze Zeit unterwegs. Ich will ihn jetzt nicht. Ich will ihn jetzt nicht entschuldigen, also den will ich jetzt nicht decken, aber ja. Ich wüsste jetzt mal gerne, wo ihr alle wart, außer bei Zwerge, bei dem weiß ich's. Ich weiß auch, wo gerade mit Josh duschen. Kann jetzt auch ein Self-Report sein. Ich bin ja kurz vor Ende noch weg abgehauen, also so alles ganz gut, decken kann ich ihn jetzt nicht. Du brauchst nichts sagen, weil ich weiß, dass du es nicht bist. Die Leiche ist aber trotzdem relativ frisch, also nicht mehr als 5 Sekunden alt. Ja, Sabi weiß okay. Ich, danke. Okay. Genau. Aber dann weißt du ja, wo ich bin. Liz, wo warst du? Ich bin mit Sabi in Office. Sie ist mir gerade entgegengekommen. Okay. Ich stehe jetzt gerade noch. Du kamst gerade von der Wires Task oder so, ne? Exakt. TJ, wo warst du? Ich bin in O2. Alleine? Nein, ich habe sogar noch gesehen, wie Zwergi unten in den Raum rein ist, wo die Wasserräder sind. Bei O2, damit ich ja Wasserräder mache, ich gerade. Das stimmt. Okay. Ich also, habe auch dort niemanden gesehen. Ich liegt dort im Storage. Okay, da bin ich ja sowieso nicht. Das ist, okay. Ist keiner entgegengekommen daraus? Nein. Kann ich auch niemanden das sehen. War hundertprozentig auch ein Ventkill. Ausgewendet sein. Warte mal. Schwierig. Liz? Von wo kann man da reinwenden? Jo. Admin unten, also da beim Meeting unten ist der Vent. Wie frisch ist der Kill? Sabi, das Gefühl habe ich auch wie du. Wie frisch ist der Kill? Also ich nicht. Also ich habe nämlich, ich glaube in der ersten Runde werden wir mit mir unten Water Jugs füllen. Red und Josh, genau. Das hat gerade jemand gefragt. Ich habe erst Electric gemacht, dann Water Jug gemacht. Die Sabi hat mich auch aus dem Meeting-Room rauslaufen sehen. Da sind wir uns gerade begegnet. Also ich weiß nicht. Es wurde gerade die Frage gestellt, wie alt der Kill ist. Das würde mich auch brennend interessieren. Aber Liz, ich habe doch gefragt, wie die Wires gerade gemacht hast. Und du hast gesagt, exakt. Richtig. Ja, Wires habe ich also auch. Also hat er sich verraten. Nee, auch ich habe auch das Waterjug gemacht, aber ich habe die Wires auch gemacht. Ja, ich habe ja gefragt, ob ich die Wires gemacht habe. Ich wusste nicht, ob du mich bei den Wires gesehen hattest. Ja, ich würde mich darauf nicht festlegen. Ich habe nur gesehen, dass du aus der linken Ecke kamst. Ich habe die Water-Dinger da gar nicht im Kopf gehabt. Wo führt der Vent noch hin? Das kann ich leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Führt der nur ins Storage? Nee, auch nach außerhalb von Coms, ne? Außerhalb von Coms, ja. Okay, und Sabi, wie alt war der Kill? Keine 5 Sekunden alt, glaube ich. Okay. Also höchstens 3 vielleicht. Bleibt nichts auf das Skip. Okay, aber okay. Aber Liz, das ist schon mal nix. Ich habe gerade 2 Tasks gemacht, also. Das ist schon komisch. Da war ja schon mal nicht was los ist hier. So, ich muss mal rüber, da wieder mein Ta Ich habe alle Tasks links. Und da macht jemand die Tür zu. Wieso denn das? Wozu das hier? Hat da gerade jemand wen gekillt? Das sah doch fast schon nach einer Kill-Animation aus. Ich bin mir aber nicht sicher. Deshalb sage ich mal nichts. Page reportet ja gleich jemand. Wenn nicht, dann habe ich mich geirrt. Dann sah das nur so aus. Im Augenwinkel habe ich da so ein bisschen was mit Rot gesehen. Eventuell. Sollte ich mal drüben nachgucken gehen. Ich habe da eh eine Task. Ob da eine Leiche liegt. Nö, da liegt keine Leiche. Habe ich mich geirrt. Habe ich wieder Sachen gesehen. Ich sehe hier wieder Geister.
Sehr schön. Und jetzt weiter links dort. Was steht ihr da so rum? Die Tür war verschlossen, ihr habt aufgemacht oder was? So, O2, beim Baum habe ich was. Natürlich. Als ob. Der Orangene killt mich. Ich habe es mir schon was gedacht. So eine kleine Vorahnung, so ein kleines Bauchgefühl hatte ich schon. Ich habe nichts gesagt, weil... Ja, es ist... Auf Bauchgefühl musst du hier nicht setzen. Tja. Okay, ich habe jetzt Sabi gefunden, aber scheinbar ist Zwerge auch tot. Ja, habe ich gerade in den Lifelines gesehen. Sabis Kill kann auch nicht so alt sein, die ist in Specimen gestorben und ist, keine Ahnung, so 5 bis 7 Sekunden vor mir in den Decon rein. Okay, dann so war's. Panda nicht, weil Panda hat nämlich gerade das Licht angemacht mit mir. Aber sonst habe ich oben keinen gesehen. Hast du oben sonst noch jemanden gesehen, Panda? Nee. Ich habe nur unten dann noch links TJs laufen sehen. Ja. Okay. Aber. Und du sagst 7 Sekunden oder was? Das heißt, dann wird es TJ auch nicht gewesen sein. Nee, nee, das war ganz am Anfang, wo ich ihn gesehen habe. Ja. Achso, okay. Achso, ich dachte aber jetzt. Ich okay, die haben ja keinen so großen Bock, hier am Totenchat zu schreiben. 3 Sekunden oder so stehe ich am Admin-Panel. Ach, am Admin-Panel. An Lifelines. Gesehen gehabt, dass beide tot sind. Also für mich seid ihr beide ist immer noch. Wo warst du? Was? Ihr beide Park Red. Wir wollen erst bei Web. Oh, das klingt schon fast nach einer Ali-Frage. Ja, Red, sag mal, wo ihr wart. Ja, das kannst du ja auch sagen. Okay. Wir waren ein paar Sekunden vorher bei Weapons, haben wir aber auch Zwergi da noch gesehen bei, genau, bei Weapons. Und als ich Weapons reinging, dann habe ich meine Task gemacht, ging nicht aus. 1-2 Sekunden später war das wieder an und sind rausgegangen. Und wollten gerade, waren wir auf dem U2-Weg, sind noch im U2 gegangen und wollten gerade weitermachen, unsere Räder drehen. Da kam der Report. Hast du zufällig das halt sich gegenseitig decken, oder? Genau, und nein. Na gut, dann kannst du mich nicht decken. Ich, hab, ich kann Panda der Pfeife decken. Weil ich habe nämlich dann oben noch das Labyrinth gemacht und dann bin ich Panda anscheinend hinterhergelaufen nach Leid. Verdichtet. Ich habe noch gar keinen verdächtigt, weil es war so ein Ding. Okay. Die verhalten sich nicht so. Self-Report von mir oder TJ? In ersten Runden absolut gar keinen. Das war hier absolut. Panda schießt du sowieso gegen mich. Ich bin mir ehrlich gesagt bei Red und Josh nicht sicher. Ja, Panda war ja sicher, dass das mit dem bin ich rumgelaufen. Der hätte mich killen können. 100%. Ja, ich weiß es nicht. Also ich hab hier vorhin kurz mal gesehen, aber. Weil ich bin, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob da ein Self-Report mit dabei ist vom Alex. Das glaube ich jetzt weniger. Oha. Die richtigen. Das ist mal wild. Die richtigen. Hat's die richtigen getroffen. Die richtigen gewotet. Oh, das ist mein Game Over. Da wurde schon mal gekillt, oder da wurde Werners gekillt. Haben ja auch andere hier, Pac-Mans. Wo wurde ich denn eigentlich gekillt? So, ich habe noch ein paar Tasks. Eben mache ich mal meine Tasks zu Ende. Ja. Oh, schon wieder eine Leiche reportet. Oder Button gedrückt. Button gedrückt, so jetzt aus. Ja, Red. Erstaunlich. Was los? Was gibt's? Wir sind zu sechst und einer muss raus. Mhm. Das hast du gut erkannt. Danke, dass du gedrückt hast. Oh, korrekt. Ich rede gerade die ganze Zeit schon mit euch und bin gemutet. Ja, das ist schlecht. Das verunsichert mich ein bisschen, dass keine Sabotage kam. Ja. Also das Red hat mich aber auch gewundert. Nis und TJ. Ja, genau. Auch Alex und Panda waren alle vier noch. Der hat mich verdächtig, obwohl zwei haben sie ja gewotet. Stand einfach nur da, dann habe ich darauf gewartet und du warst der Erste, der es drauf kam. Ich bin bei der linken oberen Node, weil ich mir sicher war, dass gleich Reaktor kommt. Weil das hat mich jetzt ehrlich gesagt auch gewundert. Und ich stehe in Communications, habe einen Download gemacht oder Upload, keine Ahnung was von beiden. Das ist gut, die haben's drauf, die werden nicht vernichtigt. Vor allem was, ich verstehe nicht, was das für ein weirdes Play ist, ehrlich gesagt, ja. Weil normalerweise wäre die Sache jetzt rum mit dem Double Kill. Ja. Ja. Läuft gut für die Imposturen. Zu viert, gerade. Ja.
Er ist halt entweder jetzt Big Brain von Josh und Dredd. Ja, oder die beiden Imposter, alias Listoric und TJ, die sich jetzt gerade nicht ganz drauf verständigen können, einen Double Kill. Als ob er es einfach weiß. Ehrlich gesagt, würde mich das wundern, wenn überhaupt, also ich verstehe nicht, warum nicht ein einziger der Imposter auf die Idee kommt, einen, irgendwas zu callen. Verstehst du? Ja, das habe ich auch nicht. Ich kann auch das verstehe ich nicht ganz. Deswegen habe ich schon, tatsächlich fast das Gefühl, dass sich Alex und Panda positioniert haben. Und irgendwie darauf gewartet haben, dass wir dann hochrennen. Und wir einfach stehen geblieben sind. Okay, Liz, jetzt bist du so 100%ig für mich. Ich bin nur am Spekulieren. Erst beschuldigst du Josh und Dredd, jetzt beschuldigst du Alex. Ja, nee. Ja, weil ich Panda nichts habe, womit ich arbeiten kann. Panda kann eigentlich nicht, weil wenn die sich beide positioniert hätten, theoretisch, wenn man nach der Aussage geht, dann wäre Panda nicht in Communication reingegangen. Der Einzige, der gerade oben steht, der es gesagt hat, ist Alex. Ich weiß nicht, wohin sind. Ich stehe am fucking Tisch. Ich habe keine Ahnung. Hat Panda gerade gesagt, der ist ein Kompfein. Okay, das war, ja gut, das kann er ja sagen. Ich weiß es nicht. Die einzigen zwei, die ich sehe, sind Josh, View und ja, aber wieso sollten wir uns positionieren? Ja, und ich auch noch. Dann aber nicht die Sabotage auslösen. Deswegen begreife ich das gerade nicht. Das sage ich doch. Ja, dann schießen wir jetzt. Ich bin deswegen, nicht für... Also ich bin definitiv hier würde ich für Panda. Ja, komm, es ist TJ und Boss. Haut's raus. Ich glaube tatsächlich, dass es. Ich weiß es nicht. Mal bitte ehrlich gesagt. Einen davon jetzt. Also ich bin's nicht. Im Liz? Wäre jetzt lost, wenn ich den falschen ausdrücken würde. Einfach will Josh. Oh nein, nicht Josh. Das ist wieder bei Josh. Oha! Yay! Den einen haben sie rausgehauen. Nice. Warst du noch TJ? Kein Plan, ich. Ich auch nicht. Ich hatte auch keinen Plan. Gut, machen wir unsere Tasks. Geister, macht eure Tasks, damit wir über den Weg vielleicht gewinnen können. Download, wurde ich jetzt beim Download unterbrochen oder was? Alter. Ladezeiten. So sieht's aus. So, jetzt mein Task. Nein, da kommen noch neue Communications. Im Comms habe ich noch was. So, Upload. So, die noch eine Kabeltask. Richtig geraten. So. Noch mehr Tasks. Laboratorie. Wahrscheinlich wieder Kabel. Was sonst? Na komm, meine letzte Task. Letzte Task? Ja, letzte Task. Jetzt kann ich den Imposter verfolgen. So, wo ist der Imposter? TJ ist der Imposter. Das ist er nicht. Also die beiden sonst nicht. Ruhig bleibt. Macht eure Tasks. Hey Leute, Sabi und Don Miguel. Okay, jetzt wird wer reportet. Ich habe jetzt gerade nur eine Frage. Ja. Red und Josh, seid ihr zwei immer noch zusammen? Jetzt. Ja. Gut, danke, dann ist es TJ. Weil. Gut, weil wo liegt denn überhaupt die Leiche? Nein, ich meine, die Begründung ist dann richtig wissen, wo die Leiche ist. Die Begründung ist ganz einfach erklärt, und zwar hättet ihr jetzt gesagt, nein, ihr seid nicht mehr zusammen, hätte ich vielleicht noch einen von euch verdächtigt, aber da TJ, Alex und ich gerade die ganze Zeit links auf der linken Seite erst richtig, bei Light war, oben. Erst bei Electrical oben waren und dann unten in O2 und jetzt die Leiche von Alex in O2 liegt. Ich bin noch nicht nach O2 runtergegangen, aber okay. Doch, ich hab dich gesehen. Nein, ich bin nicht nach O2 runtergegangen, ich bin oben bei Electrical wieder rechts rausgegangen. Okay, das glaube ich dir nicht. Ist aber so. Nein. Red, das glauben wir ihm nicht, oder? Also jetzt im Ernst, wir sind ja wie die Irren. Wir waren ja schon mal das letzte Mal richtig, ja. Also wenn das ein Big Brain Move von Panda ist, okay. Ja. Props. Wie gesagt, ich bin oben rechts aus Electrical, bin ich wieder raus. Ist nicht Panda jetzt gesagt, wir waren mit Alex. Wie gesagt, wir drei waren die ganze Zeit zusammen und dann waren wir erst in Lights und dann waren wir unten in O2. Rot war ja mit Blau zusammen. Nein, stimmt gar nicht. Wir waren in Lights, richtig? Ja.
Ich bin in die Camps rüber, bin zurück aus den Camps raus, da war keiner mehr um Electrical und ich bin rechts rausgelaufen. Mhm, wie genau. Lange ist das ungefähr her? Wann bist du rechts rausgelaufen? Vor 10 Sekunden, 15 Sekunden. Boah, das könnte doch noch hinkommen. Shit. Oh Mann. Leute, glaubt mir bitte, es ist einfach, ja. Ich bin vor 10 bis 15 Sekunden rechts rausgelaufen. Ja, klar, logisch. Und Bananen sind gerade. Unbestimmt können Bananen noch gerade sein. Gibt auch gerade Bananen. Ich glaube, ich habe noch eine. Klugscheißer Zwerge am Start. Oh Gott, da sind wir aber echt schlecht dran. Ja, Red, was sagst du? DJ oder Panda? Kommt ab und dann mal vor. Ich weiß es nicht. Kannst du jetzt aussuchen? Sieg oder Niederlage? Der Weihnachtsmann darf aussuchen, weil der Polizist nicht entscheiden kann. DJ? Panda? Was ist denn so? Na komm. Was denn, DJ? Ich hab jetzt einfach gewotet. Nice! Richtig entschieden. Richtig. Raus ist er. Selbstreport. Ja. GG. Was soll ich machen, wenn alle nur noch zu zweit sind? Raus ist er. Ja, das ist ziemlich schwierig, wenn ihr einfach nur zu zweit die ganze Zeit rumkommt. Aber das war, bis zur zweiten Runde habe ich keinen verdächtigt. Also das war irgendwie, es war lange Zeit nicht klar, wer jetzt irgendwie sass ist. Das ist, oh, ja, dass ich da jetzt 4 Stimmen abbekomme. Das ist irgendwie absolut absurd. Aber war komplett undurchsichtig. DJ. Ja, aber ich war jetzt einfach zu neugierig. Ich habe erst kurz überlegt, ob wir das einfach. Weil DJ, im Prinzip haben wir das schon gewonnen, ja. Wir waren Reaktor, wir waren 2 Kills fertig. Ich war jetzt einfach nur so neugierig, um zu sehen, was passiert, wenn wir es einfach nicht machen. Ja. Ich habe darauf gewartet, dass das du wirklich jetzt keiner sass ist, dass nicht mal jemand und irgendwie. Und dass ich dann im Prinzip. Das ist ja. Also ich meine, dass der Panda sich auf mich eingeschossen hat, klar, aber dass ich 4 Stimmen abbekomme, das war super interessant und absolut nicht nachvollziehbar. Das war meine Allein durch den Reaktor hätte ich dich wahrscheinlich das komplette Spiel nicht mehr gesagt. Eine seltsame Runde. Ja, so eben, ich verstehe das manchmal überhaupt nicht. Also das ist, so wie ich es dir eh schon geschrieben habe, dich habe ich dann nur gewotet, weil ich nicht noch einen Gleichstand haben wollte, aber das war einfach nur komisch.